Svetlana, guten Morgen. Guten Morgen, Philipp, was möchtest du denn? Schön, dass ich Sie immer hier treffe. Möchtest du ein bisschen Kaffee haben, oder? Ja, ich wollte noch mal fragen, wie es jetzt mit der Gehaltserhöhung aussah. Da hatten wir ja drüber gesprochen, dass ich noch ein bisschen was bekomme. Philipp, ja, genau, das haben wir ja besprochen, ne? Aber das Ding ist, ja, ich kann ja jetzt das jetzt nicht alles ja alleine machen, ne? Aber wir haben jetzt, ja, du weißt ja Bescheid, dass Barbara... Ja, aber Barbara und ich teilen uns ja quasi den Posten von der Schulleitung. Deswegen sind wir beide Schulleitung. Deswegen würde ich mal sagen, kannst du ja gerne vielleicht die Frau Barsch mal abfragen. Weißt du, so, weil Barbara kennt sich da ein bisschen besser aus, als also wie ich und so. Deswegen, ich kann dir nichts damit... Aber du hattest mir das ja eigentlich versprochen, ja, ne? ich weiß. Aber wie gesagt, jetzt halt kann ich ja das ja nicht machen. Also ich muss ja in der Absprechung, also mich absprechen mit Frau Barbara, ne? Dann werde ich mich wohl mit Frau Barbara, Frau Barsch nochmal Kannst du ja machen. Gut. Genau. Einen doppelten Espresso, danke. Oh, bin ich jetzt hier? Weiß ich nicht. Deine... Oh Gott, okay. Geh doch. Ich mache das ja für dich, okay. Wo ist Frau Barsch? Wo ist sie denn schon wieder? Unterrichten wird sie ja wohl nicht. Nee, das nicht. Aber sie ist auf jeden Fall noch nicht im Haus. Was ist denn, haben Sie mit Frau Benova gesprochen? Ja, da komme ich gerade eben her. Was ist denn schon wieder los? Ja, ich will doch mehr Geld. Das wissen Sie ja. Ja, aber wofür wollen Sie denn mehr Geld? Ja, für meinen tollen Unterricht. Also, sie hat auf jeden Fall gesagt, weil die sich jetzt das auf einmal mit Frau Barsch teilt, diesen Posten, soll ich jetzt doch wieder Barbara fragen. So, sie kann das nicht alleine bestimmen. Aber wie viel Warum mehr Geld wollen Sie geben Sie mir denn nicht Sie einfach denn? Mehr Geld? Ja, eine Gehaltserhöhung wollte ich auf jeden Fall bestimmen. Ja, aber Sie unterrichten doch auch. Ich habe das mal nachgesehen. Sie haben doch nur 10 Unterrichtsstunden in der Woche. Natürlich bekommen Sie weniger Geld. Das ist ganz schön viel, oder? Nein, ich habe 20. Ja, Frau Belova hat mir eine Gehaltserhöhung versprochen und sie ist nicht da. Deswegen habe ich doch ihren Wahlkampf mitgemacht, Schulleiterin zu werden. Tja, da haben Sie sich, glaube ich, ein bisschen austricksen lassen, mein Lieber. Aber vielleicht sollten Sie mal... Das werde ich aber nicht akzeptieren. Ich werde erstmal mit Frau Barsch nochmal sprechen. Wo ist sie denn jetzt? Guten Morgen. Leute, weiß jemand von euch den Unterschied zwischen diesem Finezzo-Kaffee und D-Kaffee? Keine Ahnung. Diese Kapseln, ich verstehe das gar nicht mehr. Das interessiert wirklich niemanden. Frau Barsch, ich brauche mehr Geld. Bitte? Bleiben Sie mal ruhig. Setzen Sie sich mal hin. Das brauchen wir alle. Also ja, jeder braucht mehr Geld. Also, du brauchst mehr Geld und ich brauche mal richtigen Kaffee. Warum haben wir kein Vanille-Cappuccino mehr eigentlich? Muss das nicht Frau Belova mal bestellen? Das müsste sie, glaube ich, bestellen, ja. Fällt das noch runter. Also. Ja, was ist hier los? Das fängt ja super an. Ich komme rein und dann heißt es gleich mehr Geld. Ich bin dafür doch gar nicht mehr zuständig. Was soll ich denn machen? Ich mache schon das Maximum an Unterricht, was mir möglich ist. Ja. Und ich möchte gerne eine Gehaltserhöhung. Ja, aber da habe ich doch gar nichts mit und zu tun. Ich das verstehe ich jetzt gar nicht. Er unterrichtet doch nur 10 Stunden in der Woche. Dafür kann er nicht das volle Gehalt verlangen. Nee. Also ich will nicht nur volles Gehalt, ich will noch mehr. Ich brauche einfach mehr Geld. Ja, da musst du da halt, was weiß ich was dann... Was halten Sie denn davon, wenn Sie sich einen Nebenjob suchen? Einen Nebenjob? Also wenn Sie nicht nur Lehrer sind, sondern wenn Sie noch was anderes dabei machen. Dann hätte ich 2 eingekommen. Ich meine, du bist doch Künstler. Ich dachte, du verdienst sowieso Geld mit deiner Kunst, oder war das alles nur Volumen? Ja, können Sie nicht mit Ihrer Kunst Geld verdienen? Da reden wir lieber nicht drüber. In Ordnung. Also, Herr Philipp, was halten Sie denn davon, vielleicht Nachhilfe zu geben? Sie sind ja Lehrer. Also, Sie kennen das ja grundsätzlich zu unterrichten. Was halten Sie denn davon? Also, für Kunst soll ich Nachhilfe geben? Sie haben kein anderes Fach außer Kunst. Ich habe nur Kunst, ja. Ach ja, stimmt, Sie sind ja Quereinsteiger. Das geht doch auch, Mann. Man kann doch überall Nachhilfe geben, meine Güte. Also Sie könnten... Haben Sie vielleicht noch einen anderen Vorschlag? Also bevor ich jetzt hier rumphilosophiere, das ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe jetzt erstmal gucken, dass wir hier mal Kaffee bekommen. Ja, gucken Sie mal, ich möchte gerne Vanille-Cappuccino haben. Wo ist der denn? Der ist leer. Das kann doch nicht wahr sein, das ist immer alles bei mir bestellen. Also Herr Philipp, Sie wollen keine Nachhilfe geben. Was halten Sie von Kellnern? Das habe ich mal während des Studiums gemacht, Kellnern? Da verdient man nicht schlecht. Da habe ich aber ganz schön viel mit Menschen zu tun, oder? Ja. Mögen Sie keine Menschen? Sie sind doch Lehrer, also als Lehrer sollten Sie eigentlich... Ja, ich mag Sie zumindest nicht so bedienen. Also es gibt Trinkgeld und es ist auch ganz lustig. Man kann das am Wochenende ganz gut machen. Das sehe ich irgendwie auch nicht so ganz. Da habe ich auch diese Uniform an. Haben Sie noch einen anderen Vorschlag? Nee, eigentlich jetzt nicht. Also ich finde, Kellnern und Nachhilfe sind schon ganz gute Jobs. Also das habe ich beides während meines Studiums gemacht. Und wenn Sie nicht mit Menschen arbeiten wollen, das ist schon schwierig, Herr Philipp. Mit Hunden, Hundegassi? Ich weiß nicht, verdient man viel als Hundegassi-Mann? Also Hundegassi führen. Ja. Ja, Sie können auch das versuchen, aber auch da sind Sie ja, glaube ich, zeitlich nicht so flexibel. Sie müssen das schon mit Ihrem Unterricht in Einklang bringen. Das stimmt, das ist natürlich das Wichtigste. Sie könnten hier Hausmeister sein. Als Hausmeister? Aber muss man da nicht auch während der Schulzeit hier sein? Da bin ich ja schon Lehrer.
Ja, aber die Stunden, die sie nicht unterrichten, könnten sie das machen. Ist das nicht komisch für die Schüler? Ja, das könnte schon schwierig sein und sie müssen ja auch flexibel einsetzbar sein. Also auch das ist, glaube ich, nicht die beste Option. Ach, ich würde schon eigentlich ganz gerne einfach irgendwas verkaufen, ohne zu viel Kontakt zu den Menschen zu haben. Was halten Sie davon, einen Schulkiosk zu machen? Ein Schulkiosk? Wir haben keinen Schulkiosk. Wir haben keinen. Ja, warum haben wir eigentlich keinen? Ich weiß nicht, warum wir keinen haben, aber ich glaube, das könnte für Sie eigentlich eine ganz gute Option sein. Denken Sie mal weiter darüber nach. Ich gehe mal nachgucken bei Barbara, wie das ist mit der Kaffeemaschine. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Schulkiosk, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Da könnte ich einfach irgendwelche billigen Süßigkeiten kaufen und sie super teuer wieder verkaufen. Da mache ich ein Vermögen mit. Boah, ich könnte vielleicht diese Getränke hier einfach nehmen. Die sind ja schon da, da muss ich nicht mal erst was investieren. Das muss ich ja erstmal hier aufschreiben. Also, ich habe die Hälfte an... ich habe keine Ahnung, das mal zwei Kosten? Nee, das musste andersrum, dann mache ich hier einen Pfeil hin. Das Wichtigste auf jeden Fall, Profit. Ja, da komme ich auf jeden Fall auf mehr Gehalt. Das ist eine tolle Idee. Ach, ob ich wohl genug habe? Ach, stimmt. Das baue ich erstmal da hinten in der Ecke auf, da sitzt ja keiner mehr. So, Capri-Sonne. Die könnte ich eigentlich auch mal wieder mit Wednesday-Motiven bemalen. Das ist eigentlich ganz gut angekommen. Gutes Knabberzeug. So, auch was Gesundes. Und ein paar Smoothies. So, die Musik lassen wir auch nochmal schön aufstellen hier. So, vielleicht hier. Was habe ich denn hier noch? Tüten natürlich, ganz wichtig. Ach, noch mehr davon. So, ja, passt schon. Und was habe ich noch? Ah, das Allerwichtigste natürlich noch. Diese Gummischlangen. Habe ich hier noch was drin? Ein Löffel. Alles leer. Ja, also damit werde ich jetzt auf jeden Fall ganz viel Geld verdienen, da bin ich mir sicher. So, dann habe ich hier alles noch schön aufgebaut. Die ganzen Sachen, die ich natürlich im Angebot gekauft habe. Ich kann nicht so viel ausgeben. Und dann werde ich das morgen an meine Kollegen und natürlich an die ganzen Schüler verkaufen. Und die kann man ja ordentlich ausnehmen. Die können ja selbst auch nicht rechnen. Also, da werde ich endlich reich. Ich bin auch extra früh gekommen. Mal zur Abwechslung, damit ich auch gleich meine ganzen tollen Sachen verkaufen kann. An alle Leute. Yippie, Geld! Ach ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Barbara. Was ist hier los? Hast du Geburtstag oder so? Herzlich willkommen in meinem Schulkiosk. Darf es vielleicht etwas sein? Ich habe hier Tüten. Was für ein Kiosk? Was ist hier los? Ja, wir hatten ja bisher keinen Schulkiosk. Den habe ich jetzt eröffnet. Guten Morgen! Morgen! Guten Morgen, Frau Brunke. Gucken Sie mal, was das... Wow. Was hast du denn gemacht, Philipp? Herr Philipp hat einen Schulkiosk gemacht. Hier. Möchten Sie vielleicht was... Herr Philipp, das ging aber schnell, dass Sie die Idee umgesetzt haben. Also Sie haben jetzt wirklich einen Schulkiosk eröffnet? Was haben Sie denn alles Gutes? Zeigen Sie mal. Ich komme mal zu Ihnen. Kommen Sie mal her. Frau Barbara, Sie auch. Komm, komm. Ja? Also, ich habe hier natürlich ein paar leckere Snackereien, Chips, diese tollen Gummiwürmer, Raupis, Mau am Kracher, Hanuta, Capri-Sonne darf natürlich nicht fehlen. Ja. Kann ich auf Wunsch auch nochmal personalisieren mit einem schönen Motiv. Und natürlich hier ganz wichtig, Smoothies in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Oh, das sind doch diese gesunden. Oh ja, ja, das ist auch gesund. Gerne. Was haben wir denn da so? Rot, blau, grün. Die sind ja alle ganz toll. Gelb, oh, die orange. Sind ja. Ja, ich würde, glaube ich, den blauen und den lilanen hätte ich gerne. Die sind ja alle toll. Ja. Möchten Sie die in einer Tüte? Oh. Nein, ich brauche den. Den kenne ich noch gar ich nicht. Ich trinke den sofort. So, dann gib mir mal den blauen, bitte. Den kann, ja, bitte ja, schön. Danke schön. Die sind ja alle klasse. Ja, bevor Sie trinken, was... Welchen möchtest du? Vielleicht, Entschuldigung, nicht direkt möchten aufmachen. Sie, die wollten Sie stopp. Nicht den? Nee, ich nehme den. Ach, dann kann ich den ja stopp. Haben. Hallo, bezahlen. Wir müssen ja wohl bezahlen. Hm. Natürlich bezahlen wir das. Was kostet das denn? Ja, hören Sie mal, wir sind doch hier. 5 Euro. 5 Euro? Der kostet im Laden nicht mal. Das ist ja das Doppel- und Dreifache. Der kostet im Laden 1,30 Euro, mein Lieber. Na gut, 4,99 Euro, weil sie es sind. Aber... Das ist ja wirklich also, wir haben die der Ware jetzt schon der ist lecker. Angefangen. Das müssen wir natürlich jetzt... Na, also hätte ich das wir hätten auch selber das, holen können. Wir können das doch so machen. Sie machen uns eine Rechnung fertig. Und dann kriegen wir erstmal Rabatte. Weil wir werden ja viel bei Ihnen kaufen.
Sie sind ja im Endeffekt unser einziger Zulieferer jetzt hier. Naja, also... Dann werden wir viel bei Ihnen einkaufen. Das denke ich mal. Das wird... Das ist ja, das schön. Schon. Können wir machen. Dann kaufen Sie doch einfach noch mehr. Wer möchte also, eine Tüte? Hier, guck mal. Ich würde was von diesem Hase drauf. Ich finde das irgendwie... Ist das Ihre Kunst? Natürlich. Deswegen ist natürlich auch noch ich ein bisschen teurer, ne? Ich weiß nicht, wer sich da jetzt großartig Hier, Mao-Am, Raupis. Ja, also ich finde es, das ist doch eine schöne Sache. Ja, aber an wem soll das Ganze jetzt hier verkauft werden, bitte? Ja, an uns. Also an uns beide. Ja, ich möchte jetzt nicht mein ganzes Geld hier reinstecken, nur damit... Nee, also der gibt uns... Ach, der macht das sehr. Kriegen das zum Einkaufspreis. Ganz schnell kriegen wir das hier zum Einkaufspreis. Das kriegen wir schon hin. Und dann sind wir hier wirklich gut und gut und gut versorgt. Ich hätte gerne was von diesen Sticks hier da. Natürlich. Ja, lecker. Genau, packen Sie mir davon mal ein paar ein. Und auch diese Hanuta, die liebe ich ja auch. Die habe ich ja lange nicht gegessen. Haben Sie das mit Frau Belova besprochen eigentlich? Nee. Darf ich die aufmachen? Nee, die ist auch gar nicht da. Haben Sie eine Genehmigung dafür eigentlich eingeholt? Darf ich die aufmachen? Oh, sind jetzt sind sie auf, ja. Die, können oh, die sind ja wirklich Komplette toll, die esse ich ja total gerne. Ja, und die mag ich ja auch gleich. Dann nehme ich mir die, die da drunter gefallen ist. Die habe ich ja ich hätte gerne mal eine zum Probieren überhaupt. Erstmal so ein Probestück, weil zum Probieren, das bezahlt man ja auch nicht. Nee. Ich finde das sehr nett, dass die das machen für uns. Ja, und stellen Sie sich mal vor, wie viel Geld ich damit verdienen kann. Durch wem? Durch uns nicht, also wir zahlen den Einkaufspreis. Das haben wir ja eben ausgehandelt. Aber wenn erstmal die ganzen Schüler hier sind und die Schüler. Das alles kaufen... Wie sollen denn die Schüler hierher kommen? Na, die lasse ich rein natürlich. Wie sollen die denn sonst hier zum Kiosk kommen? Nee, 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 mein Lieber. Moment mal, also sie können doch nicht, oder du, oder wie auch immer, du kannst doch nicht einfach hier das an die Schüler verticken, das geht doch nicht. Wie gesagt, wir nehmen das gerne zum Einkaufspreis. Nein, das geht nicht. Das ist ja, das ist absolutes No-Go. Wir kommen keine Schüler. Mal hier in das Lehrerzimmer. Also erstens dürfen die ins Lehrerzimmer nicht oder sollen hier nicht rein. Und zweitens, wir können doch nicht... In der Schlange kommen nee, was meinst du, was das für ein Skandal gibt, wenn herauskommt, dass du hinterher Geld durch die Schüler verdienst? Das geht doch gar nicht. Gar nee, nicht geht verstehe das. Ich nicht. Das geht überhaupt nicht. Und dann noch so einen ungesunden Kram. Wenn es mal wenigstens ein bisschen Obst wäre. Sie können das gerne so als unsere Snackabteilung machen, als unsere Snacktheke. Ja. So zum Einkaufspreis. Wir können uns alle so. Da mache ich doch kein Profit mit. Sie können. Das müssen Sie, wenn Sie einen Kiosk machen wollen, das müssen Sie in einem eigenen Raum machen in unserer Schule. Ich hab doch hier diesen Raum. Hier sitzt doch keiner. Das ist das Lehrerzimmer. Das ist das Lehrerzimmer hier. Hier zum Fenster raus, einfach Fenster auf. Nein! Die Schüler vorbei. Stellen Sie sich das mal vor, hier würden die Schüler vorm Fenster stehen. Das ist doch. Geht so nicht. Das dürfen also wir nicht. Also, Philipp, das können Sie abschminken. Tut mir leid. Sie können uns das gerne alles hier lassen. Wir nehmen das sehr gerne. Halt, lassen Sie los, Frau Bodenkämpfer-Müller. Sie kriegen hier gar nichts mehr. Das nehme ich auch zurück. Ich habe das schon halb ausgetrunken. Nein. Nein. Also. Das ist das Reiche jetzt. Nein. Also, wir essen das. Wir geben das auch als Information nicht weiter an Frau Belova. Dafür bekomme ich 20 Euro. Unsinn, 20 Euro. Also, Sie geben uns die Süßigkeiten. Sie kriegen jetzt erstmal die Garten. Also, Frau Belova wird das doch selber mitbekommen. Sie ist doch auch nicht hier. Also das die ist auch nicht von gestern. Nee. Die wird Ihnen das auch nicht gut also, heißen. Also, wenn das nämlich jetzt dann alles mit nach Hause, dann lassen wir das. Also, ich bin doch hier keine Stiftung für. Sachen umsonst rausgeben. Also, Sie können uns das hier lassen und wir beteiligen uns mit dem Einkaufspreis daran. Oder Sie nehmen es mit nach Hause und dann kauft man selber Süßigkeiten. Das können wir auch machen. Sehen Sie selber zu. Ich finde das eine tolle Idee hier, eine Abwechslung für uns. Finde ich auch. Aber Sie können das nicht hier an die Schüler verkaufen. Nee, das geht nicht. Und auch nicht an uns. Wir sind hier die Kollegen für so einen Preis. Also wenn ich das nicht an die Schüler verkaufen kann, dann werde ich das ja gar nicht los. Dann machen wir das, wie Sie gesagt haben. Sie kaufen mir das hier noch. Ab, wir lassen das hier. Wir beteiligen uns alle gleichermaßen an den Kosten. Mhm. So, ich natürlich nicht. Sie können aber, das hübsch auf der Fensterbank aufbauen, dann kann sich jeder bedienen. Sie kriegen 5 Euro von dem. Aber das ist eine einmalige Sache. Also mehr kommt dann auch nicht dazu. Also wenn ich das nicht an die Schüler verkaufen kann, das bringt mir überhaupt nichts. Ja, und dann muss auch halt nicht. Mal selber gucken, was man sonst aber im Leben das ist nett, dass Sie das gekauft haben. Sie können mal weiter überlegen, was Sie noch für einen Job machen können. Ja, also es gibt wirklich noch genug Jobs. Und auch hier in der Schule wird immer noch gesucht. Ich glaube, es ist noch die Hausmeisterstelle frei. Es gibt auf jeden Fall einiges. Oder unterrichten Sie doch einfach ein anderes Fach noch außer Kunst. Was ist denn noch frei? Keine Ahnung. Man muss das ja aber auch schon gelernt haben. Sie können nicht, du kannst ja einfach irgendwas machen. Wieso mache ich doch bei Kunst auch?